So, herzlich willkommen zur finalen Runde. Wir sind nicht mehr ganz so viel wie gestern Abend und heute Morgen, aber ich glaube, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, wird es sich lohnen, weil wir nochmal ein sehr interessantes Abschlusspodium hier versammelt haben. Ich beginne gleich mit der Vorstellung der Teilnehmer hier auf dem Podium und werde mich sehr kurz halten, weil es sind fünf und ich möchte, und Sie können die Biografien ja alle in den Tagungsunterlagen nachlesen. Ich beginne ganz entfernt von mir am anderen Ende des Panels mit Ulrich Stefan Schlie. Er ist Leiter des Planungsstabs im Bundesministerium der Verteidigung, hat an zahlreichen Hochschulen zu sicherheitspolitischen und historischen Fragen veröffentlicht und gilt als einer der konzeptionellen Köpfe deutscher Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen, Dr. Schlie. Der nächste in der Runde ist vermutlich allen von Ihnen ein Begriff, ständiger Gast der Böll-Stiftung und in vieler Weise mit uns verbunden. Reinhard Bütikofer, seit 2009 Abgeordneter im Europäischen Parlament, gehört dort zum Fraktionsvorstand der Grünen im Europaparlament, davor eine sehr lange politische Laufbahn bei den Grünen in Deutschland, die er maßgeblich mitgeprägt hat über die letzten 25 Jahre. Er war zunächst Mitglied im Baden-Württembergischen Landtag, wurde dann Bundesgeschäftsführer der Grünen und war dann 6 Jahre lang Bundesvorsitzender und hat sich große Verdienste um die Weiterentwicklung grüner Programmatik erworben und war immer jemand, der an theoretischen, konzeptionellen Fragen sehr interessiert war. Herzlich willkommen, Reinhard. Der nächste in der Runde für alle, die jetzt nicht neu dazugekommen sind, sondern schon gestern Abend da waren, muss ich Ihnen nicht mehr präsentieren, denn Hamilton war gestern Abend schon auf unserem Eröffnungspodium Professor an der Paul Nitze School of Advanced International Studies in Washington an der Johns Hopkins Universität und langjähriger politischer Akteur und Vordenker transatlantischer Beziehungen. Welcome, Dan. Und Stefanie Mistura ist Ihnen, wenn Sie gestern Abend da waren, und ich hoffe, Sie waren da, spätestens seitdem ein Begriff. Ich fand es eine wunderbare Entdeckung, wenn ich so sagen darf. Und wir werden sicher auch in Zukunft auf Sie zurückkommen. Sonderbeauftragter des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für Afghanistan mit einer langen Laufbahn, diplomatischen Laufbahn bei den Vereinten Nationen als Krisen- und Konfliktbeauftragter in allen möglichen Weltregionen und wie wir gestern gelernt haben, jemand, der Prinzipienfestigkeit und eine Wertorientierung mit einer sehr zielorientierten praktischen Politik verbinden kann. Herzlich willkommen. Und last not least in der Reihe Gast aus Osteuropa, jetzt muss ich ganz schnell suchen, Oleg Rybatschuk, ist ehemaliger Vizepremierminister der Ukraine. Seit der politischen Wende in der Ukraine in verschiedenen Funktionen aktiv,
war lange Parlamentarier und Fraktionsvorsitzender von unserer Ukraine, dem Wahlbündnis, das von Viktor Juschtschenko geführt wurde, war im Stab, Leiter des Präsidialstabs von Juschtschenko und ist jetzt vor allem im NGO-Sektor in der Ukraine tätig, in verschiedenen Projekten zur europäischen und europäisch-atlantischen Integration der Ukraine. Herzlich willkommen, Oleg. Da nicht alle Teilnehmer dieses Podiums die letzten anderthalb Tage hier verfolgt haben, will ich noch mal ganz kurz zu Beginn einige Diskussionsstränge herausgreifen, die sich durch die Tagung gezogen haben. Jetzt geht es ja vor allem darum, Lehren für die Zukunft zu ziehen und möglichst einige der Diskussionen, die bisher geführt worden sind, noch ein Stück weiter zu treiben, also nicht mehr einen Blick zurückzuwerfen, die letzten 10 Jahre zu bilanzieren und über 9/11 zu reflektieren, sondern stärker darüber nachzudenken, was die sicherheitspolitische Agenda in der Zukunft bestimmen wird und welche Herausforderungen auf Europa zukommen werden. Ein zentraler Punkt in mehreren Diskussionen war die Kritik an der ganzen, nicht nur Sprache, sondern auch Konzeption des War on Terror. Wir haben gelernt, dass die USA, die Obama-Administration diesen Begriff nicht mehr gebraucht. Obama selbst hat ja mehrere Anläufe gemacht, um sehr demonstrativ einen Brückenschlag gegenüber der islamischen Welt, wenn man diesen verkürzten Begriff so gebrauchen darf, weil die islamische Welt ist etwas sehr Heterogenes, ist kein homogener Block. Dazu gehört auch eine Selbstkritik der amerikanischen Administration. Man hätte sie auch gerne etwas deutlicher aus Europa gehört, an der Kumpanei mit den autoritären Regimes im Nahen und Mittleren Osten, soweit sie Alliierte des Westens waren und die dort als Garanten der Stabilität gesehen wurden. Der Bezug auf die Arab Rebellion, den politischen Aufbruch in der arabischen Welt, der so etwas wie eine unverhoffte zweite Chance 10 Jahre nach 9/11 eröffnet hat, zu einer politischen Allianz zwischen dem demokratischen Westen und einer sich demokratisierenden arabischen Welt zu kommen. Das war ein großer Strang der Diskussion und ich denke, dass die Herausforderungen und die Chancen, die aus diesem politischen Aufbruch in der arabischen Welt kommen, sicher jetzt auch ein Thema sein werden. Ein zweiter Themenkomplex war die doppelte Ernüchterung, die es seit 2001 gegeben hat, sowohl im Hinblick auf die Möglichkeiten des Demokratieexports und eines Art Social Engineering, also die Vorstellung, man könnte von außen Gesellschaften völlig neu konstruieren. Am massivsten war diese Illusion vermutlich bei der Irak-Intervention der USA und ihrer Coalition of the Willing. Also die Vorstellung, man könnte im Gefolge der geballten Militärmacht der USA einen Staat komplett transferieren und zu einem Art demokratischen Leuchtturm im Mittleren Osten machen, der dann auf die arabische Welt ausstrahlt. Also diese Vorstellung von Political Engineering hat seitdem doch ziemlich an Glanz verloren.
Das gilt auch für Afghanistan, gilt auch für andere Staaten, in denen der Westen sich an State Building versucht hat. Und die Frage ist, welche Schlussfolgerungen ziehen wir eigentlich daraus? Das gilt auch für die Grenzen militärischer Macht. Das ist die zweite Ernüchterung, dass selbst mit der überwältigenden Militärmacht der USA es nicht gelungen ist, in Afghanistan eine militärische Befriedung des Landes herbeizuführen. Und was wir jetzt feststellen, ist eine zunehmende Interventionsmüdigkeit. Nicht nur in Europa, sondern zunehmend auch in den USA. Aus vielen Gründen, auch aus fiskalischen, aus finanziellen Gründen, aber auch, weil der Glaube an die Wirksamkeit militärischer Interventionen doch zunehmend gelitten hat. Und was lernen wir daraus? Was ist die Konsequenz, die wir daraus ziehen? Vielleicht ein letzter Punkt, der weniger die Außenpolitik betrifft. 9/11 war ja auch in Gefahr als Teil eines globalen Kulturkampfs wahrgenommen zu werden, eines Kampfs zwischen dem Islamismus als einer politisierten Religion und in Anführungszeichen dem Westen. Und die Bilanz ist seitdem nicht sehr erfreulich, wenn wir die Entwicklung in unseren eigenen Ländern anschauen. Es gab doch eine zunehmende religiöse Aufladung von sozialen und politischen Konflikten mit dem Ergebnis einer wachsenden Entfremdung zwischen muslimischen Immigranten und der Mehrheitsgesellschaft. Das gilt, wie wir heute erfahren haben, auch für die USA, obwohl dort die soziale Integration von Muslimen sehr viel besser funktioniert hat als bei uns. Und wir beobachten überall dieses Phänomen, dass gerade in der jüngeren Generation von muslimischen Immigranten, die in Amerika oder in Europa geboren worden sind, eine stärkere Hinwendung zum Islam stattfindet, bei einer gleichzeitigen Entfremdung von den Mehrheitsgesellschaften, in denen sie leben. Und das ist natürlich eine sehr besorgniserregende Entwicklung. So, genug der Vorrede. Ich würde es jetzt den Teilnehmern auf dem Podium überlassen, die Fragestellungen herauszugreifen, die am besten für sie passen und zu denen es sie drängt, etwas zu sagen. Und ich würde gerne, wie gestern, mit Stefan de Mistura beginnen. Bitte sehr. Thank you. If I can... Since I was not during the day, so forgive me if I come up with points that might have already come up. But if we have to look at the feelings that we went through between yesterday and today, and I've been thinking about those, like, because this type of events help in making you think, I would have the following words and faces. Phase one, the phase of outrage and solidarity, 9/11. That was the time when we were allies, New Yorkers. Phase two was action, and we were all part of it. We all joined the 47 countries in Afghanistan, more than 20 at the beginning in Iraq. And then some outcome, yes, in spite of everything. Saddam Hussein is not there anymore. Neither is Mr. Bin Laden, nor the Taliban are in charge of Afghanistan. These are outcomes. Certainly, if you ask the Iraqis, they will tell you they are much better off without Saddam Hussein. Of course, we as a UN, I as a person, would have liked him to be in jail, not killed. Same applies to Bin Laden, but you know, that is how events also take place. The Afghans are by far better off without the Taliban, if you ask anybody, including those who were sympathizing with the Taliban. And the whole world, not only the Western world, but the Islamic world, is by far better off without Bin Laden. If you look at how many people, Muslims, were killed
and have been killed through the Bin Laden initiative, including in 9/11, by the way. But then we have some regrets too, and we have to admit those. And the first regret is how many people were killed after? Mm-hmm. How many people died in Iraq, in Afghanistan after? Both among those who went at war and those who were on the spot. Look at the civilian casualties we are still having in Afghanistan these days. And then some destabilization, no doubt, no clarity. But then we get into another phase, which is we learn some limits. And the first limit, I think, is to realize that one thing is fighting terror and reacting to the outrage, and the other one is trying to export democracy through force. And I think you came up with the same conclusion. Of course, some countries, this country in particular, was able, after a terrible Second World War, to be able to develop a fantastic democracy, which is the example of where we are today. And that applies to many European countries. But you needed the Germans to do that. In other words, what we are seeing in the Arab Spring is basically, yes, you can help, you can facilitate, you can support, but you can't impose. Because the next limit is timing. There is an old saying, you know, a guest is welcome. I don't know whether you have it in the States, but in Europe we have it 3 days. That's where probably our refrigerators are less effective than yours. But when you stay too long, you start creating a physiological reaction. We are seeing it in Iraq, I saw it, and we are seeing it in Afghanistan. And therefore, the two limits are, one, let's not try to go beyond what was the agenda and try to make out of Afghanistan a new Switzerland. They will not want that. We do not have the time and the energy for doing it, and we don't have the right. And second, we should have a transition strategy, which we are developing now. We should have had it at the very beginning and probably earlier. And we would have probably had it if we had not focused wrongly, in my modest opinion, on Iraq instead of ending the job in Afghanistan. Last, since we are supposed today to look at the future, there is a feeling of hope. And the feeling of hope is the fact that Afghanistan is, without the Taliban, better off. If you look at what is the situation of women, the situation of normally, I mean, how many people are going to school this month, and how many girls are going to school these days, and the fact that we did have elections, imperfect, but we did. And we had in Iraq 5 elections, and we don't have civil war in Iraq, and we don't have, and I don't think we will ever have a civil war again in Afghanistan. But apart from the hope, now we need determination, and courage to not just say goodbye after having caused some complications while we were all pursuing the right reaction but went beyond a certain point. That's why we cannot abandon Afghanistan. We can do it militarily, certainly, because it's up to the Afghans after 2014 to do what they need to do. But we cannot just simply say goodbye and good luck. If we do so, we would have made a second, third time a mistake. And the second point is to be determined on the Arab Spring. If something was learned by all of us, and certainly by me, was this fantastic feeling, a little bit close by walking in the streets in Berlin when you see what is left of the Berlin Wall. I was part of that generation who was looking at this Berlin Wall like a horror, like the opposite of what you could ever want in life. And when it broke down, we all cried of joy. Well, I think we should feel something similar to the Arab Spring. And therefore, we need to be able to have, in spite of the fatigue, which we do have, after 10 years, after billions of dollars spent by everyone, thousands of people who died, we should not say genugt. Because now is the time, actually, to invest in the future of the Arab world, and to a certain degree, with limits, in Afghanistan and in the other countries. I will stop there.
Thanks a lot. Yeah. Dan, from an American perspective. So vielleicht kann ich auch, all our refrigerators are made in China. naja, deswegen, that's why they last so long. Ich mache auch ein paar einfach Punkte, die vielleicht nicht so zusammenhängen, aber ein paar Sachen. Ich glaube, 9/11 hat uns gezeigt, hoffentlich, dass die Möglichkeit eines katastrophalen Katastrophe aus Menschenhand, einer zivilen Katastrophe, durchaus möglich ist. In irgendwelchem Land, aber auch hier oder auch in Washington oder auch anderswo, überhaupt. Und das als theoretische Möglichkeit vorhin betrachtet wurde zu operativen Realität. Und die Frage ist, wie wir uns darauf einstellen und ob wir präventiv irgendwas machen können, damit das hoffentlich nicht mehr passiert. Ich glaube, die andere ist, dass aber die Reaktion auf solche Möglichkeiten, die Extremreaktionen, wie ich bin auch ein Clinton-Demokrat, so ich war nicht ein Fan von Herrn Bush, gezeigt haben, dass man die anderen Probleme ausblenden kann und dann vielleicht die wahren Probleme nicht wirklich trifft und dass diese Extrem-Überreaktion wirklich uns in Irrwege gebracht hat über manche Jahre. Ich glaube aber nach der Übernahme der Obama-Administration, trotz dem besten Willen, diese Probleme aus der Bush-Zeit wegzuräumen, hat man eingesehen, die Obama-Leute, wie schwierig manche Probleme hier sind. Die sind nicht, no easy answers manchmal. Nicht, wie man die gesellschaftliche Sicherheit gewährleisten kann und zur gleichen Zeit die Menschenrechte, Zivilrechte, Freiheit für den Einzelnen auch zur gleichen Zeit gewährleisten kann. Das ist, wo wir in diese Grauzone kommen, wo auch wir mit europäischen Kollegen manchmal andere Meinungen haben und wo es wirklich ein bisschen knackt immer noch. Man hat gesehen bei Guantanamo, wo die Schwierigkeiten sind, die haben am ersten Tag, Obamas Antrittstag, gesagt, wir schließen das. Nicht? Und man hat dann gesehen, wie schwierig das ist, ohne unseren Kongress, die haben nicht mitgemacht, auch die Demokraten nicht mitgemacht. Und man musste zurückgehen und es ist immer noch ein Problem. Man hat Freunde dann gebeten, die danach gerufen haben, Guantanamo zu schließen, sagt, okay, könnt ihr diese Gefangenen ein paar vielleicht nehmen? Und dann gab es, oh, nein, nicht mit uns, auch eine Rede. Es war schwierig. Ich sage es, no easy answer bei diesen Fragen. Und ich glaube, eine Lehre ist, man kann nicht George W. Bush als eine Ausrede nehmen, um weg von der Problematik zu kommen. Man muss eigentlich sehen, wie schwierig das ist. Ich glaube, wir haben eingesehen, wie Ralf sagte am Anfang, es ist nicht und war nicht irgendein Krieg oder Kampf gegen den Islam oder auch nicht den politischen Islam. Ich glaube, es ist eher, womit wir begegnet sind, ist ein Auseinandersetzen, vielleicht ein Kampf, wenn man sagen kann, ohne ein bisschen zwischen Menschen überall. Kommt da nicht darauf an, in welcher Religion. Und Menschen, die sich in den großen Religionen sich bekleiden und zur gleichen Zeit die fundamentalen Lehren solcher Religionen verraten. Und ich glaube, das ist eigentlich der Kampf. Es ist nicht zwischen Religionen oder Zivilisationen, es ist innerhalb solcher, zwischen Leute, die Gesellschaften öffnen wollen und Leute, die ihre Gesellschaften schließen wollen. Und ich glaube, das ist eher, was wir jetzt sehen, auch in dem arabischen Frühling. Und dass dieser Kampf eigentlich viel wichtiger ist und historisch gesehen viel wichtiger sein wird als ein Terrornetz, wenn das auch schwierig ist. Ich würde auch sagen, dass die Welt vom 10. September am 11. September nicht aufgehoben wurde. Nicht?
dass die Probleme des 10. September 2001 auch am nächsten Tag noch da waren. Nicht nur mit Terrorfragen, aber überhaupt die Globalisierung, Fragen überhaupt von den allen anderen Fragen, womit wir begegnet waren. Wir müssen auch die immer noch bearbeiten. Und da sehe ich auch, habe ich gestern auch gesagt, ich glaube, die Zäsur in den USA vom 9.11. war trotz aller Bekundungen zur uneingeschränkten Solidarität, saß und sitzt immer noch viel tiefer als hier. Und deswegen, es hat uns doch ein bisschen mehr auseinandergeführt als zusammengeführt. Und ich glaube, wenn man auch jetzt sieht in den letzten Monaten und man an den anderen 9/11 denkt, was ich gestern gesagt habe, im europäischen Kalender, ja, 11/9, den 9. November, sieht man, dass ich finde, die fundamentale Kraft, die wirklich so viel Macht hat, ist einfach die Suche des Einzelnen nach dem besseren Leben. Diese Suche des Einzelnen nach diesem besseren Leben hat diese Mauer in Berlin runtergerissen. Es kam von der Ostseite. Die Leute in den Straßen damals, überall in Osteuropa, in den Städten, die haben eine Botschaft gehabt: Wir wollen zurück nach Europa kommen. Wir wollen zurück zu dem Europa kommen, wozu wir uns immer gehörten, nur konnten nicht, weil die Rote Armee im Mai 1945 irgendwo stand. Und diese Überwindung kam aus dem Gefühl von massenweise von individuellen Menschen, die wollten das bessere Leben haben und hatten es in ihrem System nicht gefunden. Ich glaube, man sieht dieses Phänomen auch jetzt in dem arabischen Frühling. Das wurde angezündet von einem armen Mann, der keine Zukunft sah. Es hat gewirkt wie unglaublich. Es war unglaublich, wie das gewirkt hat. Und ich glaube, wenn man wirklich schaut, was die Leute wollen, die wollen ein besseres Leben. Die wollen eine bessere Zukunft haben als ihre Mütter und Väter. Und wie wir uns dazu einstellen und ob wir gemeinsam, transatlantisch oder nicht, mit diesen Kräften arbeiten, ich glaube, das ist die Frage auch für unsere Zukunft als Partnerschaft, transatlantische Partnerschaft. Danke. Thanks a lot, Dan. Oleg, was Sie auch sonst immer sagen möchten, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen, ob aus Ihrer Perspektive an der Nahtstelle zwischen der Europäischen Union und Russland sich eine neue Bipolarität entwickelt, eine neue Spaltung zwischen demokratischen und autoritären Staaten. Ich möchte daran erinnern, dass gestern der iranische Präsident eingeladen war als Gastredner der Jahrestagung der Shanghai-Konferenz, also der Sicherheitsorganisation zwischen Russland, Kasachstan, China und ein paar anderen Staaten in der Region und dort dazu aufgerufen hat, ein Bündnis gegen Amerika und den Westen zu bilden. Und das ist ein Bündnis autoritärer Staaten. Wie real sehen Sie, dass wir in eine neue solche Blockbildung dann hineinrutschen? Well, nice warming up for the beginning. Okay, I leave it for dessert, okay? But don't forget it. No, I won't. For any Ukrainians, it's impossible to forget it because we are born with this and we are dying with this phenomena. So this is what we are mostly thinking of. I mean strategic partnership with our biggest neighbor. But anyway, what I wanted to say, first of all, that it's
very responsible for me to suddenly represent not only Ukraine but the whole Eastern Europe. But at the same time, I feel rather relaxed because I was here last time, and I come to get kind of addicted to the mood of this conference. And I have to make my sincere compliments to the organizers, to those smart and creative people who actually managed to find the issues which get so different crowd together and which can be discussed without getting into a desire to disconnect while you are listening to the presentations. I tested it myself. I probably was focused all the time. So my compliments, and probably I feel that I am kind of in German. I was learning my German at school, and at the age of 10, I switched into English. But I would like to say that probably ich bin Gühner im Herzen, if this is correct. thank you. So, coming to global challenges, while I was traveling recently, specifically in the States, I was quite often asked about similarities or lessons which could be drawn from Orange Revolution experience for the people who are involved in this Arab Spring. And there are some lessons. I would say the biggest lessons is that it is very difficult, but this is not the biggest challenge to throw away dictatorship. Real challenges are after that, because if people who are now very enthusiastically celebrating the fact that they managed to get rid of the regime which was there for decades, and then they have very high expectations and they have very great dreams, if they would relax and if they would shift the responsibility on new faces, new politicians, new somebodies who people would think would take care of their needs, there would be disappointment. And this is the experience which we got in Ukraine. People must keep politicians accountable. You cannot believe that somebody would solve your problems automatically. Politicians do call themselves always humble servants of society, but and of the people, but they must be constantly remembered about being servants and being humble, because they lose this reality as long as they come to power. And I wish all Arab people really not to repeat that mistakes, to be demanding, to be very active as a civil society, and to push for reforms, to defend their basic rights, new acquired rights like democracy, of like freedom of speech, freedom of gathering, etc. Because this is something which is not, should not be taken for granted. And then a few points actually on my topic, which I duly selected from the organizers. I try to make a 5 points on what kind of security policy challenges will drive the agenda of the near future. Many people have been already mentioning limitation of bloc approaches. A priori, when you say bloc, you mean there is a clear existence of division line between those who are within the bloc and those who are beyond the bloc. And this is the weakest point of this mentality, because it's kind of us versus them mentality. It's something which has enemies philosophy, which does not lead to cooperation or constructivism. Therefore, if you would like to avoid excluding or marginalizing any stakeholder, only inclusive, not exclusive security mechanisms are the most appropriate for the future. Second point, security which is ideology driven. Or in other words, when we have competition of norms instead of supranational rule of law principles, practically it is impossible to design or to designate one ideology as superior to all others. It doesn't make sense even to try. And instead of arguing what kind of security or what kind of ideology is the best, the global community should direct its efforts to find universal norms and values
those which create stability, which are acceptable by consensus universally. And I remember one of the panelists yesterday was talking about minimum rights, or what kind of minimum rights could be guaranteed. Here also, we should think, what are those minimum values, those minimum universal norms, which are really accepted by consensus? And this is a challenge. Third point, exceptional security status for the strongest members. When security bloc or members of security blocs are divided into old and new members, it clearly weakens the whole concept of collective security, because some are equal and some are more equal, and clearly doesn't lead to more confidence of the members of this security mechanism. Therefore, I believe in the future, security structures should contain more suturing mechanism than create cohesion between all members. And I hope this is possible, and many, many players already realize it, not only in security structures, but also in EU. Diversification of threats. We have so many threats today: weapons, bites, money, oil, gas, migration, atomic energy, corruption, environment, food, vegetables. Maybe not cucumbers, they are just cleared, but anyway, there are so many threats today. And it's very hard to predict what kind of other threats we'll be having. Just remember, the world was shocked by this birds flu, pigs flu, you name it. So many events every year. And it's high time for mankind to be able to respond rapidly to those threats. Not the way Vladimir Putin did, by simply happily introducing ban to all vegetables imported from Europe. This is long story of fascination with the West and similarity of the values, but really how to prevent the issues which might be harmful for all humanity. And here it's really time to start thinking about all those mechanisms globally. And the last point, polarity or absence of one unified platform. If we have global challenges, there is a need to have one center, which would be spreading the rules of how the security is to be maintained in the rest of the world. Some of the commentators here were suggesting that in future we'll be having global security systems. But even if we have not global, but regional security systems. But even if we have many regional security systems and we have global challenges, there must be that one center. And I guess the representative of this center is sitting next to me, because I strongly believe that the leading role of the United Nations, and specifically Security Council, is to be reconsidered in this sense. I was personally involved in the attempts to reform Security Council on behalf of my president a few years ago. I know how challenging it is, but I don't think there is any other way for us to act in future. So that's all. Vielen Dank. And what's about the dessert? Oh, sorry. Oh, God. No, it's unforgivable. Ukraine nowadays is clearly feeling the heat of making that choice. I was here last year. Next to me was sitting ambassador of Russia on that panel. We've been discussing security issues, and Russians used always to say that they welcome Ukrainian people choice, Georgian people choice for European perspective, but they are strongly against NATO. And my response was that this will be right till the moment where EU perspective becomes realistic. And nowadays, when Ukraine, hypothetically, I remember one of the speakers today was not happily, but confidently saying that EU perspective for Ukraine and Georgia is not in the nearest feasible, I don't know, reality. But in fact, it's not so much, we're not speaking about membership, but about real state of affairs. Ukraine is standing close to sign by the end of this year political association agreement,
and free trade agreement plus, deep and comprehensive, which is making Russians really crazy, specific on both fronts, on economic and political. Almost every year, every day we hear from President Medvedev and Prime Minister Putin that it would be suicidal for us to join EU. They offer us customs union, a glorious family of Russia, Belarus, Kazakhstan, actually where they are meeting. And every day on all informational communication lines, even people from the church, even the Orthodox Russian church is saying that no, that would be a huge mistake to move towards Europe. Therefore, all that period of just pretending that I represent the Eastern Europe, all ex-Soviet republics of the Soviet Union, for some reasons, are believed to be members of Russian privilege club or Russian influence club. They've been rather successfully undermined Ukraine and Georgian attempt to get membership action plan from NATO. I remember NATO officials saying that, well, it's not for Russians to decide. It will be decided by NATO members and by Georgia and Ukraine. But look, what is the result? Small war in Georgia, gas war in Ukraine. And now we can say that this is, well, removed in the perspective. Therefore, for Ukrainians, there is a clear understanding that there is a line between Russia and EU nowadays, not only because Mr. Putin banned vegetables from EU, but we are talking about basic values. The time of just talk, and by the way, the Russian ambassador a year ago here was saying that we Russians and Europeans and Germans do have common values to share. It was very confidently stated, but time proves to be different, unfortunately. Thanks a lot. I think this is something we have to think about a little bit more deeply, maybe at other opportunities. Ich würde gerne jetzt aus der internationalen in die bundesdeutsche Ebene kommen und Dr. Schlie bitten, das Wort zu ergreifen. Es gab mehrfach im Rahmen der Konferenz die Befürchtung, dass die Bundesrepublik doch tendenziell versuchen wird, sich aus internationalen Engagements, vor allem dort, wo sie riskant und kostspielig werden, zurückzuziehen, also ihre internationale Verantwortung eher herunterzuschrauben und eine sehr starke Status Quo-Orientierung sich hier ausbreitet. Mich würde interessieren, und so ist natürlich auch die Libyen-Entscheidung interpretiert worden, mich würde interessieren, welche Schlussfolgerungen Ihr Ministerium aus diesen letzten 10 Jahren gezogen hat und wie Sie die Herausforderungen für das nächste Jahrzehnt beschreiben. Ja, vielen Dank. Es ist immer etwas misslich, wenn man bei einer Konferenz dazukommt und hat nicht das Vergnügen gehabt, die großen ausführenden Darstellungen des Vortags und des Tages mitzuerleben, sodass man etwas kommentiert, was vielleicht schon gesagt worden ist. Und ich glaube, die Aufforderung für das Podium hier ist besonders schwierig, weil wir letztlich über unsere Gegenwart und über unsere Zukunft sprechen wollen. Ich würde gerne auf den Punkt von Herrn Füchs zurückkommen, aber vielleicht vorher noch 3, 4 andere Gedanken. Und da, glaube ich, unterscheidet sich die deutsche Reaktion auf den 9/11 nicht so sehr von anderen Reaktionen. Erstens, wir haben furchtbar lange gebraucht, um zu kapieren, was eigentlich passiert ist. Es ist richtig, was Dan sagt, dass die Welt vom 10. September 2001 nicht aufgehoben war am 11. September. Es ist richtig, dass die Welt vom 10. September nicht am 11. September aufgehoben war und die Probleme fortexistierten. Im Grunde war der 9/11 so eine Art Eye-Opener für das, was sich in dieser Zwischenzeit zwischen dem 9. November und dem 9/11 ereignet hat.
Aber wenn wir ansehen, dass wir in der NATO erst im Jahr 2008 für Afghanistan die richtige Konsequenz gezogen haben mit dem Gipfel von Bukarest und mit dem Ineinandergreifen von zivilen und militärischen, dann ist es doch ein zu langer Zeitraum. Und wir können uns bei diesem beschleunigten Wandel, in dem wir uns befinden, eigentlich diese Langsamkeit nicht leisten. Zweiter Punkt, das Problem von heute sind eher schwache Staaten als starke Staaten. Das ist der Unterschied zum Kalten Krieg. Was aber nicht heißt, Stichwort Auseinandersetzungen, Krieg zwischen Russland und Georgien, dass nicht auch starke Staaten weiterhin ein Problem sein können. Wenn wir heute auf das Thema Piraterie Somalia schauen, dann ist das genau die Frage, was können wir gegen diesen Zerfall von Staatlichkeit und gegen diese Auflösung der Strukturen tun. Und das ist auch unser Problem in Afghanistan, wo wir es ja mit einem schwachen Staat zu tun haben und wo wir auch versuchen müssen, trotzdem das, was Clausewitz mit Militärstrategie und Diplomatie beschrieb, zusammenzubringen. Dritter Punkt, it must be words followed by deeds. Der 9-11, das ist ja für uns Deutsche auch die große Fanfare der atlantischen Solidarität. Der damalige Bundeskanzler hat uneingeschränkte Solidarität ausgerufen und wir haben in der Allianz Solidarität praktiziert und gezeigt, ja, aber die Hauptlast haben die Vereinigten Staaten für die Auseinandersetzung in Afghanistan getragen. Wenn Sie sich heute ansehen, wer hat den Hauptlast für den Search getragen und wer wird als Erster in größerem Umfang abziehen, dann sind es die Vereinigten Staaten. Das ist auch in unserer innenpolitischen Diskussion noch nicht angekommen. Nächster Punkt, unser Verhältnis zum Verständnis von Sicherheit hat sich verändert seitdem. Die Welt ist verwundbar, das ist ein Allgemeinplatz, das wussten wir vorher auch. Aber nach dem 9-11 haben wir das in unseren Staaten sehr viel deutlicher gespürt. Also am deutlichsten vielleicht bei den Kontrollen an den Flughäfen, in Heathrow zum Beispiel. Das hat Rückwirkungen auf unser innerstaatliches Verständnis von Sicherheit. Das ist mein nächster Punkt. Wir müssen schauen, und damit bin ich bei den Lösungen, dass wir innerstaatlich die Instrumente stärker aufeinander abstimmen. Nachrichtendienste, Diplomatie, Militär. Die Rolle des Militärs im Verständnis von dem Beitrag, den Soldaten zur Sicherheit bringen können, hat sich, finde ich, in den letzten 20 Jahren nicht nur schleichend, sondern ganz dramatisch sichtbar verändert. Das Militärische allein, das war in der Vergangenheit nie der Fall, aber heute ist es ein Allgemeinplatz, aber leider, glaube ich, noch nicht überall erkannt. Wenn ich auf Probleme bei der Zusammenarbeit zwischen Soldaten und Entwicklungshelfern in Afghanistan schaue oder wenn ich auch auf manches schaue, was in der innenpolitischen Debatte mit Kultur der Zurückhaltung beschrieben wird und damit ist manchmal dann eine militärische Zurückhaltung gemeint, manchmal eine diplomatische Zurückhaltung gemeint. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir das Militärische nicht als Ultima Ratio einsetzen können und müssen, sondern manchmal sehr viel früher einsetzen müssen, Stichwort Prävention, wenn wir Schlimmeres verhüten wollen, wenn wir verhüten wollen, dass es zu einer wirklichen militärischen Auseinandersetzung kommt. Letzter Punkt, und damit bin ich fast bei der Beantwortung der gestellten Frage, wir müssen die Instrumente verbessern. Ich bin uneingeschränkt dabei bei der Stärkung der Vereinten Nationen und die Hauptverantwortung liegt beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da ist, besteht Das ist die Wirklichkeit, in der wir uns befinden. Und wir müssen alles dran setzen, dass wir die Vereinten Nationen stärken. Das ist das Instrument, das wir haben. Und ich verstehe manchmal nicht die Kritik an den Vereinten Nationen. Die Institutionen sind immer nur so gut wie die Mitglieder, die in ihnen mitspielen. Und die Vereinten Nationen ist nun mal die Staatenwelt von heute, wie sie zusammengefasst ist. Und die muss gestärkt werden. Das Bündnis ist durch schwierige Zeiten gegangen, hat versucht, im neuen strategischen Konzept von Lissabon die Anpassung an diese Wirklichkeit zu vollziehen. Sie alle wissen, dass die Wirklichkeit im Bündnis auch nicht jeden Tag eine einfache Wirklichkeit ist. Aber auch da geht kein Weg dran vorbei. Und was die Europäische Union angeht,
so glaube ich. Und dann sind wir wieder bei der Frage von der Solidarität zwischen Amerikanern und Europäern. Die strategische Geduld der Vereinigten Staaten nimmt ab. Das symbolisiert nicht nur Dan hier am Podium, sondern das erfahren wir täglich. Und dem können wir nur entgegenwirken, indem wir unsere eigenen Fähigkeiten verbessern. Also zu Ihrer Frage, Traum von der großen Schweiz oder Gang in den Isolationismus oder nur Nabelschau, das sind alles keine Alternativen. Im Ministerium haben wir versucht, mit den verteidigungspolitischen Richtlinien genau auch dies zum Ausdruck zu bringen. Die Überschrift lautet, oder eine der drei Überschriften lautet, internationale Verantwortung übernehmen. Es ist kein Gegensatz zwischen nationalen Interessen wahren und internationaler Verantwortung übernehmen. Wer hier einen Gegensatz konstruiert, hat, glaube ich, nicht die Wirklichkeit verstanden, in der wir uns befinden. Vielen Dank. Und als letzter in der ersten Runde, Reinhard Bütikofer, wird die Europäische Union zu dem sicherheitspolitischen Lame Duck? Naja, als 9/11 passierte, da gab es faktisch noch gar keine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, dem Namen nach. Aber was es davon überhaupt gibt, hat sich erst in diesen 10 Jahren entwickelt. Und es ist heute schon gesagt worden, naja, da sind wir doch ein ganzes Stück Weges vorangekommen. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich werde darauf später nochmal kommen. Es gibt andere Institutionen, sicherheitspolitische Institutionen, die sich weniger entwickelt haben als die europäische gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Also da würde ich jetzt nicht als erstes zur Selbstanklage neigen. Ich wollte aber mit ein paar Punkten zum Teil auch Stichworte aufgreifen, die schon genannt worden sind. Dan hat die schöne Formulierung verwandt, man kann sich angesichts der Komplexität, der Schwierigkeit, der Probleme nicht sozusagen hinter George W. Bush verstecken. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Und vieles, was wir am Anfang kritisiert haben nach 9/11, zum Beispiel der berühmte Satz, the mission defines the coalition, ist inzwischen zur selbstverständlichen Praxis geworden. Wir haben viel mehr Coalitions of the Willing als sonst irgendwas anderes. Also was ist das in Libyen? Das ist auch eine Coalition of the Willing. Und da hat sich wirklich was verschoben. Und wie schon gesagt wurde, es gibt diese klaren Trennlinien nicht mehr, sondern es gibt eine neue Unübersichtlichkeit. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, Ralf, du sagtest eingangs, naja, da hat man doch jetzt einiges gelernt, man redet jetzt nicht mehr vom War on Terror. Als Europäer könnte man sagen, zumal als Grüner, haben wir nie gemacht, fanden wir immer falsch, wussten wir immer schon besser, aber mir fällt dann auch auf, dass man zwar jetzt nicht mehr vom War on Terror redet, aber vom Cyberwar redet jetzt wieder jeder. Ja. Wobei ich absolut überzeugt bin, dass Cyberwar genauso ein Misnomer ist wie War on Terror. Weil es im Kern nicht um eine militärische Dimension geht. Da hat es zwar militärische Aspekte, aber im Kern ist es eine neue Art von Sicherheitsbedrohung, die man nicht im Kern militärisch definieren kann. Mir fällt auf, dass sich in diesen 10 Jahren das Konzept des Westens, ich will nicht sagen aufgelöst hat, aber es ist unklarer geworden. Es hat sich auch meines Erachtens angesichts dieser großen, Afghanistan nimmt ja auch gemeinsam, ganze lange Wegstrecke gemeinsam getragenen Auseinandersetzungen als Folge von 9/11 nicht so etwas wie eine neue transatlantische Generation herausgebildet. Kann ich nicht sehen.
Was ich sehe, ist eine jüngere amerikanische Generation, die sich extrem für China interessiert, eine jüngere europäische Generation, die sich auch für China interessiert, und treffen sich in Peking und diskutieren über China. Das findet statt. Aber eine neue transatlantische Generation sehe ich nicht. Das ist eine Verschiebung dieser Fokussierung auf Asien in der amerikanischen Politik ist eine Verschiebung, die bleibt. Ich glaube, Obama war der erste oder ist der erste pazifische Präsident, aber jeder nach ihm wird in einem bestimmten Maß auch ein pazifischer Präsident sein. Jedenfalls, wir werden nicht mehr diese atlantischen Präsidenten der Vereinigten Staaten haben, wie es früher selbstverständlich war. Und selbst in der Rede von Gates vor ein paar Tagen in Brüssel wurde das ganz deutlich. Also den Europäern hält man entgegen, wir Amerikaner zahlen 75%, tragen 75% der Lasten der gemeinsamen Sicherheit. Das geht so nicht weiter. Das ist jetzt auch kein neuer Topos in Reden von amerikanischen Verteidigungsministern. Er hat es bloß mit wünschenswerter Deutlichkeit formuliert. Aber in Bezug auf Asien steht in derselben Rede direkt nebendran. Selbstverständlich werden die Vereinigten Staaten dort militärisch und für entsprechende Infrastruktur weiter investieren. Obwohl ja dort das Verhältnis zwischen dem, was die asiatischen Partner der USA tragen und dem, was die USA tragen, auch nicht wesentlich günstiger ist wie im Verhältnis in der NATO. Da spiegelt sich eine neue Prioritätensetzung. Und dann gibt es ein neues Phänomen, das man jetzt in New Hampshire besichtigen konnte, bei der Diskussion auf der republikanischen Seite bezüglich der Vorwahl für die Präsidentschaftswahl. Standen alle rum und waren sich alle einig, dass die alte republikanische Grundlinie, wir müssen zur militärischen Stärke stehen und wir müssen unsere Engagements im Ausland auf jeden Fall nicht mehr gilt. Romney sagt, wir führen nicht die Unabhängigkeitskriege von anderen und andere. Rand Paul ist nicht mehr ein Einzelgänger, sondern das ist jetzt die neue Linie. Das ist, und dann treffen sich im Kongress, treffen sich Dennis Kucinich auf der einen Seite und die Tea Party auf der anderen Seite, um gemeinsam sozusagen gegen das Libyen-Engagement zu protestieren. Das ist ein neuer sozusagen Rückzug. Also Constanze hat in ihrem FT-Beitrag gesagt, da werden die Zugbrücken hochgezogen. Santorum war, glaube ich, der Einzige, der noch argumentiert hat, dass vielleicht nicht ganz falsch wäre, für Amerika im Ausland auch irgendwo militärische Institutionen zu unterhalten. Und zwischen dem Fokus Asien, diesen Rückzugstendenzen und einer Verunklarung des Konzepts des Westens sieht das für Europa nicht besonders gemütlich aus. Jedenfalls ist gar kein Platz für eine Art Selbstgefälligkeit. Oder ich würde auch zuspitzen und sagen, wir wissen nicht genau, wie weit wir uns auf die USA verlassen können. Und deswegen müssen die Europäer, glaube ich, wesentlich mehr sich selber an die Nase fassen. Und deswegen finde ich dann unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, dass wir, was wir hingekriegt haben mit CSDP, wiederum nicht so beeindruckend, sondern da ist zu viel Langsamkeit. Wir haben uns da jahrelang einen ziemlich absurden Tanz geleistet, wo die einen so getan haben, als sei es eine Zumutung, dass überhaupt so etwas wie ein europäische Sicherheitskooperation mit den Amerikanern im Rahmen der NATO existiert. Jahrelang sind im Europäischen Parlament Resolutionen beschlossen worden, in denen drinsteht, wir brauchen als EU für die GSVP Strategic Autonomy. Und auf der anderen Seite gab es eine gewisse Haltung der Herablassung gegenüber dem, was die Europäer im Rahmen der GSVP auf die Beine stellen. Ich glaube, das hat uns ziemlich gebremst und
Ich sehe aber im Moment nicht, dass sich die Geschwindigkeit da wesentlich ändert. Letztes Jahr in Gent, als es diesen Vorstoß gab von den Deutschen und den Schweden für Pooling und Sharing von militärischen Fähigkeiten, konnte man den Eindruck haben, etwas, was lange gepredigt wurde, wird jetzt endlich mal ansatzweise gemacht. Inzwischen ist der Eindruck wieder ins Gegenteil verkehrt. Man arbeitet es jetzt bürokratisch ab, aber die Luft ist raus und das Verteidigungsministerium steht in Wirklichkeit schon wieder mit zwei Füßen auf der Bremse. Weil Gutenberg, der das mal angeregt hat, irgendwie weg ist. Und jetzt kann man wieder so weitermachen wie bisher, Business as usual, und nichts bewegt sich. Da finde ich, das finde ich beunruhigend, weil natürlich je mehr das unser Bild prägt, desto mehr auch sozusagen in Amerika die Frage, die Gates unhöflich, aber sehr korrekt gestellt hat, sich weiter verbreitet, nämlich was bringt es, lohnt es sich noch in die Kooperation zu investieren? Und einen letzten Punkt wollte ich sagen zum Einleitung, was sich in diesen 10 Jahren geändert hat. Meines Erachtens hat sich geändert, dass der Westen in der Defensive ist und zwar ganz fundamental sich in der Defensive fühlt. Wenn man in Amerika fragt, eine große Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung sagt, es geht abwärts. Brauchen wir gar keine Theorien über, ob das Imperium zerfällt oder so. Das Gefühl der Leute ist, es geht abwärts. Und dass Obama in seiner Rede vom britischen Unterhaus explizit und ausführlich argumentiert, es wäre keineswegs so, dass die Vereinigten Staaten auf dem absteigenden Ast seien, ist an sich schon ein bemerkenswertes Faktum. Und ich finde dann auch bemerkenswert, wie das in der deutschen Debatte aufgegriffen wird. Sigmar Gabriel hat ein Interview gegeben dieser Tage, gesagt, wir brauchen ein neues Narrativ für Europa. Und worin besteht das neue Narrativ? Dass Europa sich zusammenschließt, dass der Rest der Welt uns nicht zu viel von unser Silberteller nimmt. Das ist dann die Zuspitzung dieses neuen Gefühls der Defensive. Das, finde ich, sollten wir noch ein bisschen genauer diskutieren, ob es dazu Alternativen gibt. Vielen Dank. Ich habe Herr Schlie, kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Stimmt die Kritik, dass die Bundesrepublik eher auf der Bremse steht, wenn es um die Zusammenführung, das Teilen von militärischen Kapazitäten im Rahmen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik geht? Und mit welcher Begründung hält man überhaupt noch nationale Armeen in Europa aufrecht? Kurze Antwort, erstens nein, aber so ganz so einfach ist es auch nicht. Also Sie sprechen mich auch persönlich an, weil ich damals diesen Vorschlag zu Pooling and Sharing geschrieben habe und sozusagen eingespeist habe. Ich muss zugeben, es gibt auch bei uns im Verteidigungsministerium unterschiedliche Sichtweisen dazu. Ich bin aber überzeugt, dass es keine Alternative dazu gibt. Und es ist in der Tat richtig, dass es etwas bürokratisch abgearbeitet wurde. Es gibt jetzt 300 Projekte, aber das ist bei weitem noch nicht der große Sprung. Zu der Frage. Aus Deutschland 6 ziemlich lächerliche. Naja, also das habe ich gesagt, aber es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Steht ausdrücklich in dem Vertrag zwischen Großbritannien und Frankreich zur Rüstungszusammenarbeit drin, dass dieser Vertrag vom letzten Jahr nicht zu einer europäischen Armee führen wird. Das ist wieder unter dem Aspekt der schwarzen Katze ganz interessant, dass man etwas namentlich nennt, wonach man gar nicht gefragt worden ist. Langfristig sehe ich, fehlt mir die Fantasie, die Frage anders zu beantworten als dahingehend, wenn wir es wirklich ernst meinen mit dem, was hier anklingt und was wir europäisch als Partner von Amerika und auf der Welt wollen, dann führt an einer europäischen Armee überhaupt kein Weg vorbei. Wir müssen diesen Weg gehen und wir müssen ihn Schritt für Schritt gehen, aber es ist natürlich noch nicht morgen der Fall. Braucht man die? Wofür braucht man die? Naja, man braucht sie, um ein
Partner zu sein. Und man wird sie stufenweise erreichen. Das wird nicht so sein, dass morgen die deutsche Luftwaffe abgeschafft wird und Großbritannien das übernimmt. Aber es ist doch gar nicht vorstellbar, wenn man sich die Verteidigungsausgaben der einzelnen europäischen Staaten ansieht und sie im Vergleich zum Bruttonationalprodukt und zur Bevölkerungszahl setzt und man vergleicht die amerikanischen Verteidigungsausgaben, dann ist doch der Weg klar, dass wir in der Zukunft unsere Aufgaben nur dann erfüllen können. Und die Aufgaben werden ja nicht kleiner. Stichwort Naher Osten oder Stichwort diplomatische Aufgaben oder Fragen der jetzt Pirateriebekämpfung. Dann ist doch die Frage, man braucht ein militärisches Instrument auch, um es mit den anderen Instrumenten zusammenzubinden. Und dann ist es doch einfacher, man löst das europäisch, als man macht das national. Dankeschön. Ebenso kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort an Dan Hamilton. Decline of the West and decline of the United States? Eine Frage? Question mark. Ja, ich stimme Reinhard zu, dass man die Stimmung defensiv ist, sowohl hier als in den USA. Es hat sehr viel mit der Rezession zu tun auf beiden Seiten. Wir haben unsere Politik, Innenpolitik nicht so beschrieben heute oder gestern, aber es gibt eine polarisierte Politik in den USA. Wir stehen vor einer Lücke von 12 Billiarden Dollar in diesem Jahrzehnt zwischen Einkommen und Ausgeben. Die Verteidigungsetat hat sich in den letzten Jahren um 70% erhöht. Reinhard, glaube ich, hat es beschrieben, auch in beiden Parteien gibt es Gruppierungen, Tea Party oder auch Linksliberalen in der Demokratischen Partei. Sie sagen, es ist Zeit, an uns zu denken. Ja, dass die Abenteuer der Amerikaner überall in der Welt vielleicht wenig gebracht hat und man soll nach Hause kommen, zu sagen, take care of your own. Ja, und die Frage von Ronald Reagan damals in seinem Wahlkampf gegen Jimmy Carter ist heute immer noch ziemlich prägnant, nicht für die meisten Amerikaner. Ja, geht es dir heute besser als vor 4 Jahren? Und ich glaube, wenige Amerikaner können Ja sagen. Und Obama steht jetzt vor der Herausforderung, vielleicht als erster Präsident wieder gewählt zu werden, wenn die Wirtschaftsklima noch schlechter ist als zuvor. Und kein amerikanischer Präsident, ich glaube nach den Statistiken, wurde wieder gewählt, wenn die Arbeitslosenrate über 7% gewesen ist und es steht jetzt bei 9% und wird nicht auf 7% kommen bis zum nächsten Jahr. Er hat Chancen, weil diese Leute, die Reinhard genannt hat, glaube ich, haben vielleicht verschiedene Aufsicht auf Siegmöglichkeiten, aber es wird ein schwerer Kampf sein, als man vielleicht denkt. Und auch hier sieht man mit der Eurokrise und so, wie schwierig das ist. Aber ich finde auch, warum soll man eigentlich in der Defensive sein? Wir reden uns ein in diese Lage und ich glaube, die medienpolitische Debatte führt dazu. Es ist, als ob die aufstehenden Mächte schon da sind und regeln alles. Die Meinung in den USA, in letzter Meinungsumfrage, die meisten Amerikaner denken, dass die chinesische Wirtschaft größer ist als die US-amerikanische. Das ist natürlich überhaupt nicht wahr, überhaupt nicht, noch nicht, aber noch nicht, in weitem noch nicht. Ich meine, zu USA und Europa, wir zusammen bilden 54% der globalen Wirtschaftskraft überhaupt und nach Kaufkraftparität 40%. So, wir haben eigentlich ziemlich viel gemeinsam. Ich glaube, was noch uns unterscheidet, ist, dass wenn wir uns einig sind, transatlantisch, bilden wir den Kern von irgendeiner globalen Koalition, die irgendwas effektiv macht. Und wenn wir uns nicht einig sind, gibt es diese Koalition nicht. Das ist wirklich ein Unterschied. Europa kann von keinem anderen Partner sowas sagen und die USA können das auch nicht sagen von irgendeinem anderen Partner. Das ist entscheidend.
we are indispensable. Ja? Aber in der heutigen Welt, we are also insufficient. Wir müssen mit anderen jetzt zusammenbringen, um solche Koalitionen zu bauen. Weil uns alleine reicht es nicht mehr aus. Und das ist unsere Herausforderung, nicht in der Defensive zu sein, aber von uns aus zu verstehen, entweder wir besprechen das zusammen und machen unsere Vorschläge, Lösungen, stehen zu unseren Prinzipien, was Global Governance angeht, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, diese Sachen. Und wir begegnen autoritären Staaten, die ein bisschen mehr Macht haben, aber zu diesen Prinzipien vielleicht nicht stehen. Oder wir gehen auseinander und jeder versucht so zu sammeln, was er oder sie holen kann. Und dann haben wir the Chinese Standard. Ich glaube, das ist unsere Wahl. Es ist eine ziemlich leichte. Dankeschön. Herr de Mistura, es ist von Oleg Rybakchuk gesagt worden, wir müssen die UN stärken, wir brauchen ein Zentrum, gerade in einer Welt, die immer unübersichtlicher wird und in der es mehrere miteinander rivalisierende Machtzentren gibt, brauchen wir ein Zentrum, in dem globale politische Fragen ausgehandelt werden können, die Vereinten Nationen. Man muss die Vereinten Nationen stärken. Alle nicken, Sie haben auch genickt. Was bedeutet das konkret, die Vereinten Nationen stärken? I've been with the UN 42 years, so I've seen the UN in many phases in my life. And most of my life was in war zones, because that was my choice, but also where the UN could try to make a difference. So I think I can be honest enough about its weaknesses and its strengths. So the weaknesses are the ones that the professor very rightly referred. The UN is like a mirror. It's the mirror of what countries, member countries, are. It's like a family. If the member countries or the family members don't agree to make it strong, the family is weak. So from that point of view, that weakness will continue to be there. Give you one example. Ideally, the UN should have a UN force, military force. Forget it. Will be no way. Because member countries don't want to put at the disposal of the UN a ready-made army. They will at best be available for making sure that if requested, they will have some trained forces for doing so, and even so. And if you look at the latest, all the crisis we went through, every time there was a need of a military intervention, we had very something similar to a very interesting cocktail between a UN Security Council resolution, which would agree in blessing a intervention by some countries or coalition of the willing, usually led by a lead country. In Timor was Australia, in the Kosovo was the US and the UK, in Afghanistan you know who, in Iraq you know who, and elsewhere was the same. In Albania was Italy. So in other words, this combination between a country pushing for, either by being logistically available, like in Haiti, the US in particular, or in Libya now, France and UK, and then having a group of countries willing to do so with the blessing of a UN Security Council resolution at best. Sometimes you didn't have the blessing, like in Kosovo, and then the UN was bypassed, and then you repackage the whole thing again through the UN. In other words, there are many formulas through which we can overcome, or the international community can overcome, the structural weakness of the UN, which is basically that the Security Council members have different interests, and at the end of the day, don't want to have too strong of a UN. But now let's look at the positive side. Do we have an alternative? No. There is no alternative to that, and even when the UN was bypassed, like in Kosovo, it was then recycled in. At that time, it was Soviet Union who didn't want
to see that happening. In the case of Iraq, it was the fact that the U.S. in particular didn't want to depend on a Security Council resolution because Russia in particular could have been, in a way, limiting the intervention. In the case of Afghanistan, it worked out magically because we were all New Yorkers and it was done very quickly. Few months afterwards, the magic might have been lost. So the secret here is to be creative. We have a family. We have no alternative to a family. There is no way you can create another alternative at the moment. And you have to, like we do in our every family, we have to live with these weaknesses and strengths and try to construct and work on the strengths. Example, when you are stuck, and I've been involved in that many times, imagine into a area where you cannot intervene politically. That was particularly during the Cold War, but even later. Then what you do, you use this, the humanitarian entry point. How do we get into Dubrovnik in the during the siege of Dubrovnik? It was by having children of UNICEF being assisted. I was in charge of that operation. And using the children who needed to be helped in order to actually break the political siege. Because if we had to wait for the Security Council, we would have been told, don't get involved. But UNICEF didn't need Security Council. So we need to be creative while knowing that the family is going to be, as every family, frankly, imperfect forever, because that's our nature. Thank you. Thank you. Oleg, ich würde gerne von Ihnen noch wissen, was genauer wissen, was sind Ihre Erwartungen an die Europäische Union aus einer ukrainisch-demokratischen Perspektive, und zwar sowohl im Hinblick auf eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit, aber auch im Hinblick auf die Rolle, die die Europäische Union spielen kann, um die demokratische Transformation der Ukraine wieder in Gang zu bringen. Und nicht eine bloße Bündnispolitik zu betreiben, die ignoriert, was eigentlich innenpolitisch in dem Land passiert. Thank you. As Mr. De Mistura yesterday, I guess, at dinner said that today's world is looking for kind of compromise or other merger between those people or those politicians who are for values, who stand for values, or who are romantic or, as you said, naive, and those who stick to real politik, who are pragmatic and who believe that, well, making business is enough. In Ukraine, I guess we have the government, which is clearly, by their values, by their understanding, are not European oriented in their values. But the pragmatic part of this government is telling them that European choice is the only one, the only strategy. And they are brave enough to resist the pressure. And I say this is unbelievable pressure from Moscow and from this customs union guys in making their choice. The gas price, we are paying for gas already more than Germany. And we've been told that we'll be paying 500, euros per 1,000 square meters by autumn time. I don't know how much you are paying, but our experts are saying we are paying more already. But anyway, this government is practically making its choice. I repeat again, not because of they share values, but because of public opinion, because the business, big business standing behind them, do not want to share the destiny of top Russian businessmen. In other words, that model, or actually no model at all, which Moscow cannot demonstrate to any ex-Soviet republic, this is the biggest problem. Europe has the model. It might be controversial, it might be having its own difficulty, but there is this model, and this model allows any country to reach higher standards. So for my government, for my president, who maybe a year ago could not dream of being such a staunch supporter of European integration, every day we hear from the president that we must go this way,
that we have to sign free trade agreement, that we will get all necessary steps to for visa liberalization. We have to say to sign a political association agreement, and therefore it means that Europe also, and I was recently in Brussels, and many EU officials do understand that this, at least main negotiators, that their challenge is how not to compromise on values and use this practical desire of government, like in Ukraine, to move and to go along the way of Europeanization, of getting necessary reforms, again, maybe even if they don't believe into it, but they have to do it like they are dealing with IMF. And my opinion as a civic activist and as the person who was having many top jobs in my country is this: don't compromise on values, because there is a big temptation to make a deal on free trade and then to make a silent deal that, okay, values are values, we all understand, look what is happening in Russia, in Azerbaijan, in any other countries. First of all, the Ukrainian people will not agree. We are clearly understanding that we have to defend these freedoms we gained after Orange Revolution, like freedom of speech. There is free journalist movements. There are people maybe daily having actions of protest, of direct impact on government, rather successfully. And therefore, Ukrainian people are not afraid, and this is very important. And government feels that people are prepared to defend. Government cannot crash on the people for a number of reasons. It is not so much popular. We have Euro Cup next year. We are second largest borrower of IMF. Our president is now hosting a summit of leaders of Central and Eastern Europe. So with this kind of atmosphere and with people who are not afraid, you can do very little but progress. So I guess EU should keep the government engaged, as US is doing that, but without compromise on basic values. This is extremely important. Thank you. Thank you very much. Encouraging outlook. Letzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort, weil wir eigentlich schon über die Zeit sind, an Reinhard Bütikofer. Wenn die zentrale Herausforderung für europäische Außen- und Sicherheitspolitik in diesem Moment ist, die Demokratiebewegung in den arabischen Ländern zu unterstützen, was diskutiert ihr dazu im Europäischen Parlament? Was kann und soll die EU jetzt tun? Das war der einzige Moment, in dem wir, seit Cathy Ashton hohe Repräsentantin geworden ist, stolz waren auf sie, als sie gesagt hat, wir müssen jetzt in einem ehrgeizigen Umfang, und sie hat sich auf die Marshallplan-Erfahrung bezogen, wir müssen in einem ehrgeizigen Umfang im Milliardenvolumen jetzt ökonomisch diesen Ländern helfen. Das war das einzige Mal, wo sie einen strategischen Vorschlag gemacht hat. Und wir haben gesagt, jawohl, das unterstützen wir. Und es ist im Parlament und es ist zwischen den Mitgliedstaaten alles zerredet. Niemand ist bereit, einen solchen Vorschlag praktisch aufzugreifen. Wir versuchen dann Civil Society Kontakte zu machen, machen Konferenzen mit den verschiedensten Vertretern von Frauenorganisationen und den verschiedensten Gruppen. Aber sagen wir, das Parlament hat die Macht nicht, das muss ich leider sagen, das Parlament hat die Macht nicht, eine solche Initiative anzustoßen. Vielen Dank. Das war jetzt nicht so ermutigend, aber hat gezeigt, dass wir noch ein bisschen was... Dass wir aber kurz war es. Ja, kurz und klar, vielen Dank. Und hat gezeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, um die Europäische Union wirklich zu einem Akteur zu machen, der nicht völlig absorbiert wird durch die inneren Probleme und Krisen Europas, sondern der eine verantwortungsvolle Rolle zumindest in der europäischen Nachbarschaft spielt.
und die Chancen nutzt, die jetzt durch die politischen Veränderungen im Mittelmeerraum entstanden sind. Und ich fand die Parallele ganz schön, dass das möglicherweise eine ähnliche politische Zäsur ist und eine ähnliche Möglichkeitsraum eröffnet wie der Fall der Mauer und das Ende des Ost-West-Konflikts in Europa. Und das wäre tatsächlich eine Antwort auf 9/11, die nochmal eine sehr positive Wendung in die Geschichte bringen könnte. Wenn gestern Abend gesagt worden ist, 9/11 war eigentlich ein tragisches Ereignis, nicht nur wegen der Opfer, sondern auch wegen der Art und Weise, wie darauf reagiert worden ist, sind wir jetzt in einem Moment in der Geschichte, wo es um Gestaltungsmöglichkeiten geht, die nicht unser Verdienst sind, aber die wir nutzen müssen, wenn wir die Entwicklung zum Guten beeinflussen wollen. Ralf, darf ich noch was Positives hinzufügen, bitte? Damit bitte? Du mich vielleicht wieder einlädst? Bitte? Ja? Ich finde es bemerkenswert, wie dieser arabische Aufbruch die Frage, ob wir auf einen globalen Kulturkampf hinauslaufen, erledigt hat. Weit über den muslimischen Bereich hinaus erledigt hat. Ja. Das ist die Neugeburt der Werte, auf die wir uns immer berufen haben, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass wir in Kollaboration mit diesen Diktatoren diese Werte jahrelang verraten und verkauft haben. Wenn es jemals ein positives Signal gab für die Kraft dieser Wertorientierung, dann das. Und das, glaube ich, trägt mit dazu bei, dass in Peking heute einige so nervös sind. Ja. Insofern enden wir jetzt diese Konferenz mit einer Bekräftigung der Kraft der Freiheit als einem universellen Wert, der Menschen bewegt und der es ermöglicht, Verhältnisse zu verändern. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern hier auf dem Podium, bei Ihnen in der bitte? Da gibt es nicht mehr. Bei Ihnen im Saal, wir sind längst über unsere Zeit hinaus, tut mir leid. Tut mir leid, es ist, wir machen jetzt wirklich Schluss, weil wir um 18 Uhr, es müssten auch Leute hier aus dem Podium wieder gehen. Und ich bedanke mich nochmal bei Ihnen allen und bei den Organisatoren der Konferenz für die Arbeit, die Sie hier in den letzten anderthalb Tagen geleistet haben. Dankeschön. Okay.